Hallo ihr zusammen, schön, dass ihr da seid. Und so wie ihr schon von unserer letzten Stunde erfahren haben, heute ist unser 9. Seminar und im Chinesischen die 9 ist die größte Zahl überhaupt in der Welt der Zahl. Und 9 symbolisiert, wenn du das umdrehst, das ist 6 und wenn du das so drehst, das ist 9. Und das ist immer ein Symbol für ewige Wandlung. Und so, jetzt kommt noch jemand anderes. Und bevor wir anfangen, natürlich fangen wir zuerst an, kurz über unsere Meditation zu machen und spür auch diese Ewigkeit, was du in dir trägst. Und schließlich im Schnitt sagen wir, der Mensch ist das Kind von der Himmel und der Erde. Und wir kennen das auch, als wir sehr kleine waren, dass wir auch den Erden gerne fragen, woher wir kommen und wohin gehen wir. Mit der Zeit als Erwachsene in der Vorstellung der chinesischen Philosophie und der chinesischen Welt ist, dass wir immer wieder vergessen haben, dadurch, dass der Außen um uns herum so viel Inhalt vor unseren Augen steht, dass wir immer wieder vergessen haben, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und deswegen in der Art chinesischer Philosophie, bevor wir was machen, dass wir zuerst, bevor wir anfangen, eine Tätigkeit zu üben oder eine Tätigkeit für uns oder für andere zu üben, dass wir zuerst einen Moment Zeit nehmen, in unsere innere Welt zurückkehren und uns auch wieder bei der Quelle der ursprünglichen Energie verweilen. Und jetzt können wir schon anfangen, wenn du willst, kannst du sanft deine Augen schließen und nur einmal mit dir den Fuß spüren. Und du kannst dir erst vorstellen, was am tiefsten ist, da liegt auch die Energie. Nur spüren deine Füße. Wenn du willst, kannst du dann bei der Hand auf der Tischfläche liegen und spür einmal, wie deine Füße sich stabil auf der Erde stehen. Du stehst, du setzt, deine Füße bleiben ganz stabil auf der Erde und deine beiden Pobacken setzen stabil auf dem Stuhlfläche und deine beide Hand stabil auf dem Tischfläche. Und in diesem Moment, wenn du deine Augen zuschließt, deine Füße, deine Pobacken, deine beide Handfläche, diese drei Ebenen verbinden sich zu eins. Spür das, dass alles auf einer Ebene reduziert. Und im Chinesisch sagen wir, das Leben in sich ist einfach. Einfachheit und Leichtigkeit ist in der chinesischen ein Wort. Und spür diese drei Ebenen zu eins reduziert. Und spür, wenn abhängig, woher du kommst, was du vorhin gemacht hast, alles um dich herum und über alles, was in dir innen drin trägst, zusammen zu eins. Wenn du willst, kannst du dir auch vorstellen, immer mehr bist du sichtbar, von sichtbar zu unsichtbar geworden. Immer mehr alles, was du spüren kannst, was du denkst, verschwindet. Und du verweilst im Wasser. Im Schnitt sagen wir, wir sind im Wasser geboren und wenn wir irgendwann unser Zyklus, Lebenszyklus beendet, gehen wir auch ins Wasser zurück. Spüren, lebenslang sind wir vom Wasser geboren, lebenslang trinken wir jeden Tag Wasser, duschen wir fast täglich oder waschen wir uns fast täglich. Und das Wasser von außen und von innen fließt zusammen. Immer mehr verschwindest du, spür, wie dein Körper auch sichtbar wird, durchsichtig wird und nur im Wasser verweilen und spüren, wie alles in dir leichtig wird. Nur die Leichtigkeit zählt, die Einfachheit. Und spür den Atmen und spür das Wasser in dir und spür das Wasser um dich herum. Und wenn du willst, tauchen wir wieder ins Wasser hinein, verweilen wir dort in unsere Lebensenergie,
Das Wasser ist gerundete Element der fünf Lebens, der fünf Element, fünf Wandlungsphase und spüre, dass du mit der Weile des Wassers dich bewegt. Wir bewegen uns, wir lassen uns auch mit dem Wasser bewegen. Langsam tauchst du mit deinem Kopf wieder aus dem Wasser heraus und wenn du willst, kannst du deine Augen wieder sanft aufmachen und spür dabei, wie das Wasser deinen Blick gereinigt hat und spür dabei, wie alles bei dir wie neue Geburt vor deinen Augen steht. Ich wechsle jetzt einmal unsere Kamera und wir gehen einmal zu unserem Bild. Was wir heute machen, ist die Frühlingslandschaftmalerei und das ist das Beispielbild. Und du kannst dir es vorstellen, in der chinesischen Welt geht immer um Mitte und links, rechts. Das heißt, alle drei Ebenen, irdische Ebene, menschliche Ebene und himmlische Ebene. Diese drei Ebenen werden wir berücksichtigen und gleichzeitig auch wieder von, wenn du von chinesischer energetischer Theorie gucken, von links nach rechts. Von Yang zu Yin, schließlich auch linke Seite, mittlere Ebene und rechte Seite. Und du kannst dir vorstellen, die Sonne scheint auf diese Seite und der Mond scheint auf diese Seite. Und die Mitte ist diese Leerheit. Wir kennen das auch in den Raum. Eine Raumlichkeit, wertvollste von Raumlichkeit ist die Leerheit. Und in der Mitte, deswegen in der Malerei, in der chinesischen Malerei, dass wir immer leer lassen. Das heißt, du hast die Fühlung von außen um das herum und du hast die Mitte, die Energie, die Luft. Und alles ist sichtbar, gleichzeitig auch unsichtbar. Und einerseits ist gefühlt und andererseits ist auch frei. Und dieser leer zu sein ist sehr, sehr wichtig. Und bevor wir anfangen, kannst du einmal spüren in deinem Körper, wenn wir auf unsere Hand, Körper gucken, dann wissen wir auch, zwischen die Haut und zwischen die Hautknochen und das ist auch immer die Luft. Du kannst dir vorstellen, diese Leerraumlichkeit, das ist ein wichtiger Bestandteil in der Zeichnung oder in der Malerei und in der chinesischen philosophischen Welt. Und bevor wir anfangen, nehmen wir zuerst ein Beispielpapier. Und dieses Beispielpapier nehmen wir, kannst du einmal einen mittelgroßen Pinsel nehmen. Nehmen wir den chinesischen Pinsel, einen mittelgroßen Pinsel und zuerst den Pinsel ins Wasser hineintauchen. Wichtig ist zuerst ins Wasser. Ich habe den Pinsel vorher schon benutzt, deswegen ist Tusche drauf. Und zuerst ins Wasser komplett hineintauchen, dass du das Gefühl hast, so wie dass du deine Haare wäschst. Alles wurde sanft gesaubert, sanft befeuchtet. Von innen, von außen, von aller Seiten. Und überflüssige Wasser abstreifen. Und nur der Spitze bis das von Form her wie ein langschmaliger Herz. Und dann tauchen wir das in die Tusche. Bei der Tusche auftauchen, achte, weil du auch nur ungefähr ein Drittel tauchst in die Tusche hinein. Und von aller Seite reibst du einmal die Haare in die Tusche hinein. Und im Schnitt sagen wir, bevor wir in unsere Kunst hineingehen, müssen wir unser Werkzeug sauber reinigen. Und das ist dieses Sauberungsritual, also Reinigungsritual, dass wir bewusst mit unserem Werkzeug umgehen und danach können wir bewusst mit unserer Kunst umgehen. Und nur einmal spüren, dass du zuerst einmal ganz einfach beim Stehen, Liegen, achte bei dir auf deine Finger, auch drei Ebenen aufgeteilt. In der Mitte, da siehst du, die beiden sind oben und die beiden sind unten. Und insgesamt, dass du eine lockere Herz-Handhaltung hast. Wir kennen das, fünf Herzfläche sind die beiden Hand, beide Füße und das Herz in der Brustkorbbereich. Und diese Stelle im Chinesisch, das nennen wir auch Laugung und du kannst dir es vorstellen, das ist der Herzfeuer, wo das hinfließt und du lässt das frei und das ist von in der Mitte ist wie eine lockere Ei, das du hältst
und dass du nur langsam bewegst, der Pinselhakenstärke ist, dass du draußen den Pinsel haken und auch den Pinsel bewegen kannst, nur einmal zur sanften Linie ziehen, dass du spürst, auf eine gleiche Ebene, dass du einmal die Linie ziehst, langsam lässt wieder los. Zweite Linie ziehen, nur spüren, dass du auf einem Papier rutschst, lässt du wieder los. Dritte Linie ziehen, gehen, langsam lässt du wieder los. Gleiches denken reicht. Spür das einmal von oben nach unten, von Himmel zu Erde, von Himmel zu Menschen zu Erde. Auch Linie ziehen, lässt du wieder los. Wieder Linie ziehen, lässt du wieder los. Du rutschst auf dem Papier. Wieder sanft Linie ziehen, lässt du wieder los. Und dritter Teil, wieder Linie ziehen. Wir haben waagerecht, senkrecht. Zusammen sagen wir die Ausdehnung des Lebens vom Arm an Kreuz. Nächster Teil, was wir machen, ist 45 Grad. Von links oben nach rechts unten, wieder ziehst du eine Linie. Gleichzeitig, nächste ist von rechts oben nach links unten, ziehst du wieder eine Linie. Von der Winkel her ungefähr 45 Grad. Und gleiches gehen wir noch einmal. Wir nehmen alles zusammen mit, eine Kreuzen malen. Die Ausdehnung von linker Seite nach rechts Seite, die Ausdehnung von Himmel zu Erde und die Ausdehnung von links oben nach rechts unten 45 Grad eine Linie ziehen und die Ausdehnung von rechts oben nach links unten 45 Grad eine Linie ziehen. Dritter Teil, waagerechte Linie ziehen. Spür dabei, wie das sich ausdehnt in dir, die Öffnung. Wenn etwas sich öffnet, öffnet sich alles. Wenn eine Körperstelle was spürt, spürt ganzen Körper mit. Die Ausdehnung. Und was wir gerade machen, das ist die gerunde chinesische Schriftzeichen Mi. Mi Zige. Mi heißt Reisfeld. Wenn Anteile von euch kennen bestimmt die chinesische Schriftzeichen, das ist Zeichen für Reisfeld. Mi. Und du kannst dir vorstellen, der Reis ist gerunde Nahrung für Menschheit. Und der Reis wächst deswegen der Korn in alle Richtungen, dehnt sich aus. Und die Ausdehnung in der Mitte, die verliert nie eigene Mitte. Und deswegen, wir kennen auch in der chinesischen Kalligraphie, dass man auch in diese Form Kasten Kalligraphie reinschreiben. Und das Zentrum verlieren wir nie. Und umgekehrt, das Bild, das Zentrum ist leer, draußen das Zentrum, alles dreht sich um das Zentrum herum. Die Energie ist in Bewegung, in Zyklus und das ist das Zentrum, was wir nie aus den Augen verlieren, von sichtbarem Zentrum zu unsichtbarem Zentrum. Draußen das Zentrum ändert sich nicht. Und dann gehen wir jetzt einmal zu unserem Bild. Du nimmst wieder ein weißes Blatt Papier und wir fangen an jetzt mit unserer Landschaftsmalerei, Frühlingslandschaftsmalerei. Und wieder gleiche Pinsel nehmen wir. Zuerst wieder die Spitze in die Tusche hineintauchen, andrehte maximal 50% der Pinselhaare kannst du in die Tusche antauchen. Ins Wasser 100%, in die Tusche der andrehte bis 50%. Und wieder. Der Mensch lebt auf der Erde, deswegen der gerunde Stabilität fangen wir von unten an. Und langsam definieren wir immer achten dabei drauf, in der chinesischen Zentrum ist in der Mitte, wir lassen Zentrum frei. Und wir achten sehr stark auf die energetische Raumlichkeit-Aufteilung. Das heißt, wir fangen ungefähr von linker Seite an. Du kannst die Linie von oben nach unten fließen lassen. Das Wasser fließt von oben nach unten. Ungefähr ein Drittel dieser Stelle. Du siehst, wenn du das Bild 3 mal aufteilst, ein Drittel fangen wir von oben an. Sanft, hart mit dem Pinsel. Leicht lässt du den Pinsel langsam nach unten rutschen. Ganz leicht. Man, so. So, hier. Langsam nach unten rutschen. Und waagerecht Linie. Man, Chen. Ziehen, die Linie ziehen,
langsam wieder nach unten rutschen. Du siehst, je nachdem, wie viele Fläche ich nutze, dann kann ich unterschiedliche dick oder dünne Linienführung machen und wieder von oben nach unten setzen. Langsamer ziehen. Und du rutschst auf dem Papier schließlich, du malst nicht mit dem Finger, was du machst, ist, du machst mit Handgelenke. Langsam ziehen. Und lässt du langsamer rutschen und die Linie verschwindet. Nächster Teil, achte immer dabei darauf, dass deine Pinsel auch den Spitze bewahrt. Ziehst du wieder ein bisschen lange und wieder sanft lässt du von der Seite, rutschst du wieder nach oben und wieder leicht heben. Das ist immer eine Bewegung, setzen. Wieder nach dem Setzen bewegen wir uns wieder weiter und wieder langsam rutschen und wieder langsam ziehen. Du lässt etwas schließen, so wie Oberteil haben wir geschlossen und Unterteil lassen wir frei. Das ist immer Yin und Yang aufgeteilt. Immer Yin-Teiler, Yang-Teiler. Oben ist dünn, da unten ist dick. Immer Yin und Yang wechseln sich. So nennen wir Qi-Duan, Xian-Duan, Qi-Bu-Duan. Die Linienführung wurde beendet, aber die Energieführung geht noch weiter. Und gehen wir noch in den nächsten Teil. Langsam ziehen, rutschen. Und langsam, am Anfang fühlst du den Pinsel, am Ende folgst du den Pinsel. Und bis zum Ende lässt du nach hinten ziehen. Und so haben wir schon mal einen Grobstein gemalt. Du siehst, wir haben was breitere und wir haben auch etwas dünnere Mittel. Und da haben wir etwas schmaleres. Du hast immer drei Ebenen. Beim Steinmalen sagen wir drei Ebenen, drei Fläche, Vorderseite, obere Seite und seitliche Seite. Diese drei Ebenen achten wir drauf. Und wenn du Grobsteinchen hast, die Steine sind Verkleinerungen oder Verkörperungen der Berge. Und die Bäume wachsen auf dem Stein herauf, wieder vom Himmel zur Erde lassen wir von oben nach unten fließen. Baumstamm drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken. Zuerst eine einfache Baumstamm hast du und wenn du den Baumstamm gemalt hast, dann linke Seite setzen, ziehen. Die Hauptäste haben wir eine Seite, zweite Teil. Wenn du eine schon flach liegende Äste hast, nächste Teil, ein bisschen stehend, 45 Grad zum Beispiel, setzen. Und so haben wir wie ein Baum, der sich öffnet, die Äste zu den Himmel und den Himmel auch umarmen möchte. Und nächste Seite setzen, ziehen. Und im Chinesischen sagen wir, der Baumstamm hat vier Äste. Das heißt, wenn wir der Stamm, jetzt haben wir drei Hauptäste, jetzt können wir noch einen Äste setzen. Im Chinesischen nennt man das auch Feng Yan, Phönixaugen, Feng Yan. Und dann kannst du noch ein paar kleine Äste setzen. Und so haben wir schon einen einfachen Baum, ohne Blätter noch. Und jetzt weitere Bäume und San Wu Cheng Qun. Drei bildet eine Gruppe, fünf bildet eine große Gruppe, drei bildet kleine Gruppe. Wir haben jetzt einen Baum, dann malen wir jetzt die zweite. Immer wieder gucken, dass du auch deine Pinselspitze feucht bleiben lässt, dass du genug Tusche drauf hast. Weiter von oben setzen, rutschen, nächste Bäume und nach unten wachsen. Zweite Bäume. Und die Äste wieder sich öffnen. Zhangkai shuang li de ganjue. Die Äste ist geöffnet zum Himmel. Zhangkai shuang li, chung tian, chung di. Und wieder eine Verlängerung der Energie von zweite Bäume ist die Verlängerung der Energie von Erstbäume. Dritte Bäume, wenn die beide, hier ist er in der Mitte, hier ist leicht nach links und nächste ist dann von der rechten Seite. Du kannst auch von unten, von Erde zu Himmel fließen lassen, die Energie setzen, wieder heben, bewegen. Und wieder von oben setzen, waagerecht nach rechts. Und wieder setzen und schließen. Wichtig ist, dass man nie in den Sinn, sagen wir, du achtest immer drauf, du schneidest die Linie für nicht in der Mitte durch. Nicht in der Mitte durchschließen heißt,
wenn ich einen Baumstamm male und der Baumstamm so lang ist, was ich nicht machen darf, ist diese Linie, und die lange ist so, das ist ungefähr die Mitte, und ich muss achten auf die nächstkreuzende Linie, nicht in der Mitte durchkreuzen, sondern leichter von oben nach unten. Entweder leicht nach oben, von Oberstelle, du siehst diesen goldenen Schnitt, oder was du auch machen kannst, die energetische Aufteilung, du kannst auch von unten. Das geht auch. Nur nicht in der Mitte durchschneiden. In der Mitte durchschneiden ist eine Kreuzform. Und wenn du zum Zhongjian noch mal, zwei Linien zusammen, das ist Tüten. Das ist eher energietütend. Da kennen wir Tüten. Und wenn du über, entweder an dritte über oder an dritte Winden, dass diese Kreuzen ist Überschneidung und das ist eher Winterstützen, das ist Kreuzen ab draußen den eigenen Weg frei fließen lassen. Und deswegen achte mal drauf, ob du die energetische Fluss unterstützt oder überschneidest und tütest. Und jetzt haben wir drei Bäume, haben wir schon kleine Gruppe gebildet. Können wir noch ein paar Äste hinzufügen. Ein paar kleine Äste hinzufügen. Und jetzt haben wir drei Bäume, eine kleine Gruppe, Sanwu Chengqun, Yige Xiaozu. Und jetzt können wir schon leicht nach unten rutschen. In der Mitte können wir noch ein paar kleine Bäume setzen. Und du guckst, auf der linken Seite haben wir, und in der Mitte können wir auch ein paar kleine Bäume setzen. Auch kannst du auch relativ frei dich bewegen. Von oben nach unten, etwas kleiner. Die größere haben wir schon. Es geht immer darum, ganze Familie nehmen wir alle mit. Ein paar kleine Bäume haben wir hier. Und jetzt setze ich noch ein bisschen mehr nach unten. Etwas niedrige Bäume. Da, zhong, xiao, do, yo. Quan, jia, do, kei, tuan, ju. Oben, große, kleine, ganze Familie. Unterschiede, dicke, dünn, nehmen wir alle mit. Und wenn du jetzt siehst, haben wir in der mittlere und auch Reichseite haben wir alle Bäume. Und jetzt können wir ein paar hinzufügen. Bei der Bäumemalerei haben wir gelernt, wenn die Äste nach oben öffnet, das ist Lujiaofa. Lujiaofa, Gehin, wie Hirschgeweih. Das ist im Chinesischen eine Hirschgeweih-Methode. So, haben wir oben drei Bäume, unten haben wir jetzt vier Bäume, dann können wir noch zum Beispiel noch ein paar dazu malen. Du siehst auch immer, linke Seite, Mitte und rechte Seite. Achte immer darauf, dass du alle Seiten fühlst. So, drei Bäume. So haben wir schon relativ balanciert. Von aller Seite haben wir die Bäume und jetzt rutschen wir leicht nach oben. Die tiefe Ebene haben wir schon. Jetzt können wir leicht entweder linke Seite oder rechte Seite. Du hast relativ freie Möglichkeit. Und wir gucken, der Boden ist stabil gesetzt, festgelegt. Und jetzt können wir schon von rechts Seite zum Beispiel fangen wir an. Und achte mal drauf, wichtig ist hier diese Stelle, du siehst das sehr rund. Das ist wie ein Ball, du rollst. Du legst dich nicht fest, sondern du rollst. Und wieder sanft von oben, Mittelebene fangen wir an. Du lässt oben ungefähr frei, du siehst, das ist auch ungefähr 40 zu 60 Golden Schnitt lässt du frei. Zliu Kai. Und wieder sanft die Linie führen setzen und nach unten rutschen. Lässt du wieder frei. Und wieder setzen. Leicht nach unten rutschen. Lässt du wieder frei. Wieder sanft setzen. Von groß, lang, mittel, kurz. Und jeder, im Schnee sagen wir, Sanwu Chengqun. 3, 5 bildet eine Gruppe und 3 nach 3 kommt Veränderung. Und du jetzt 3 Linien hast, nächste ist etwas verändert sich. Und jetzt kommt wieder lange. Lange, mittel, kurz. Kommt nächste wieder lange. Und jetzt haben wir die Mittelebene schon gemalt. Und jetzt auf der Ebene, auf der Mittelebene, können wir noch weitere Boden hinzufügen. Der Ebene, die Verlängerung der Sichtweise. Jetzt über
übere obere Berge und wintere Berge. Malen wir zwei Schichten. Auch wieder Verlängerung. Und lassen wir dann hier wieder sanft flach auf flacher Ebene weiter verlängern. Du siehst, hier ist relativ auf bodener Ebene und hier ist Mittelebene. Und jetzt von der Stelle lassen wir den Fluss entstehen. Das heißt, von der Stelle jetzt langsam die Mittellinie ziehen, die Waagerechtlinie ziehen. Setzen, ziehen, wieder Mittellinie ziehen. Und hier auch wieder setzen, lässt du wieder langsam ziehen. Wasserfläche bilden. Und im chinesisch-winterschichtigen Pinselhaken, was wir gerade machen, ist Zirfung. Zirfung heißt seitliche Linie. Du siehst, die Linienführung ist wichtig. Linienführung schließlich ist ein anderer Name für eine Gi-Führung. Warum? Wir haben senkrechte Linie, das ist Zhongfeng, was wir in der ersten Stunde gerade gemalt haben, diese waagerechte Linie ziehen, senkrechte Linie ziehen, das ist alles aus der Mittellinie, das ist Zhongfeng. Der Energie bleibt in der Mitte, so wie du siehst, der Pinsel bleibt in der Mitte, du ziehst. Und dann seitlich Linie heißt Zirfung. Du siehst, dadurch entsteht seitliche Linie und die Veränderung dick, dünn, kannst du selber entscheiden. Das ist von dünner Linie zu dickere Linie. Und noch mehr Zirfung entsteht die Fläche, so wie du siehst. Und deswegen zwei Arten, Zhongfeng, Mittellinie oder Zirfung. Das ist der Pinselführung, worauf wir achten. Und hier, so wie du siehst, jetzt bewegen wir mir von Zhongfeng, Zirfung wechselt seitlich. Und Mittellinie wechseln wir eher ein bisschen. So, langsam ziehen, drei Ebenen schaffen wir aus drei. Im Daoismus sagen wir aus eins wieder zwei, aus zwei wieder drei, aus drei wieder alles. So wie du siehst, jetzt eine weitere Ebene entsteht. Du lässt das Wasser, lässt du hier wieder offen. Wenn du was geschlossen hast, dann hast du auch was offen lässt. Und jetzt können wir ein paar kleine Steinchen malen. Kleiner Prinzip. Achte aber nur dünnere Linie, drei Ebenen. Kleine Steinchen. Und gleiches gehen wir jetzt. Wir haben wintere Ebene, Mittelebene, jetzt obere Ebene. Einmal nach oben gehen. Wieder auf diese drei achten. Und wenn wir von linker Seite anfangen, wieder von Zirfung. Zirfung ist liegend. Zhongfeng ist stehend und das benutzen wir immer. Die Energie kann sich, so wie der Wind weht, der Wind kann so flach wehen und kann auch, aber auch stehen. Es geht immer darum, du bewegst dich stabil, aber auch flexibel. Immer jemand Yang beides. Langsam liegend, setzest du wieder, ziehen, langsam nach hinten, rutschen, langsam ziehen. Und wieder setzen, ziehen, langsam rutschen. Ziehen, langsam nach unten rutschen. Dianxianmian的结合, Punkt, Linie, Fläche, alle drei beachten wir. Nach unten rutschen. Jetzt obere Berg haben wir und jetzt setzen wir, wieder langsam verschwindet. Du siehst, die Linie so wie hier verschwindet langsam und hier lässt du auch eine Verlängerung, diese Winzigpartei, lässt du auch das langsam verschwinden. Und je mehr nach oben, dann wird die Luft noch mehr dünner und das heißt, alles ist noch leer. Und die Leerheit ist mehr oben und je mehr nach unten ist Stabilität. Und nach unten setzen wir mehr Linienführung, schaffen noch mehr Stabilität, kennen wir auch beim Häuserbau, die Stabilität, unten Gewicht. Oben airfrei. Setzen wir. Und den Steine. Und Bergemalerei ist wie große Steinmalen. Wieder setzen. Die Fläche langsam ein bisschen ziehen. Und lässt du wieder offen. Und die offene Stelle setzt du wieder kleine Steine hinzu. Lässt du wieder offen.
Und wieder kleine Steine ein paar hinzusetzen. Je mehr nach unten, mehr Stabilität. Beim Häuserbau kennen wir, Fundament zählt, wie hoch der Häuser sein sollte, die Steine. Dann auch ein paar kleine Steine. Und du siehst, auch wenn alle zusammen zu einem Berg gehören, du siehst auch obere Ebene, Mittelebene, mittlere Ebene. Von groß zu klein. Der Himmel, egal wohin wir gehen, der Himmel verliert nie seine Grenzen. Der Himmel ist grenzenlos und wir sehen nie, wo das endet. Und am Ende, auf der Erde, ist immer was fest, was Materien gebildet wurden, ist immer zusammengeschlossen. Und jetzt haben wir diese drei Ebenen, Shang, Zhong, Xia, Sanzen. Und dann, wie im Daoismus, aus 1 wieder 2, aus 2 wieder 3, aus 3 wieder alles. Und dann können wir jetzt weitere Ebenen malen. Je mehr im Hintergrund verschwindet die Tuschestärke, das heißt, wir tauchen einmal unser Pinsel ins Wasser hinein, dann ist das zum Shen Dao Qian, von dunkel zu hell. Und weitere Ebene. Und wieder von oben nach unten, leicht jetzt aus 3 wieder alles, können wir weitere Ebene hinzufügen. Du siehst, wie das alles sich verschwindet. Nächste vierte Ebene. Können wir das dann immer mehr verschwinden, alles. Dann jetzt nach vierte Ebene. Letzte Ebene lassen wir die Fläche offen. Können wir dann zum Beispiel noch einmal ins Wasser hineintauchen. Noch hellere Tusche. Und jetzt nur, wenn du nicht sicher bist, wie dunkler dein Tusche ist, dann kannst du auch immer einmal testen. Und wir haben immer zwei Bereiche, auch Yin und Yang. Du siehst auch einmal für dunkler und einmal für heller. Dann kannst du das auch ins hellere Wasserbecher noch einmal antauchen. Da hast du noch hellere Graustufe. Wuse, Mofen Wuse. Die Tusche hatte 5 Farben. Und am besten schwarz-weiß Tuschemalerei hat diese wunderschöne 5 Stufe von Graustufe. Du siehst noch hellere Tusche und jetzt können wir schon, je mehr im Hintergrund verschwindet der Berg, eher mehr flach setzen. Zum Beispiel, du merkst, ah, das ist sehr hell. Kann ich noch ein bisschen seitlich nehmen, setzen, ziehen. Nur leicht lässt du den Berg in die Landschaft verschwinden. Langsam ziehen, Hintergründe. Yuanshan, Jinjing. Naheliegende Landschaft und weiterliegende Landschaft. Und jetzt hast du auch die weiteren Berge. Du siehst, von naheliegender Landschaft bis zur weiterliegenden Landschaft haben wir jetzt alle Ebenen schon angedeutet. Wenn du siehst, wir haben auch kennen die 5 Elemente und wir haben hier aus 3 haben wir dann noch weitere 2 gemacht. Eine Verlängerung von 3 ist 5 und haben wir 5 Ebenen von Berglandschaft. Und jetzt können wir schon anfangen, Feinheit zu malen, die Bäume. Wir fangen wieder an. Achte immer darauf, auch die Trockenheit von der Tusche und von einem Pinsel und du mit Reispapier arbeitest. Wieder sanft, von oben nach unten kannst du, oder von unten nach oben, wie das für dich passt. Die Bäume, zuerst 3 Ebenen, quasi diese 3 Kurven. Wir haben darüber gesprochen, entweder ein Drittel, und ein Drittel Winden, ein Drittel oben und ein Drittel Winden. Und dadurch ist die Bäume besonders lebendig. Oder 40 zu 60 Golden Schnitt. Huangjin Fengge Xian kannst du auch machen. Und die kleine Äste setzt du. Die kleine Äste. Jetzt haben wir kleine Bäume. Du siehst, wie das immer sich langsam in dir weiter verschwindet. Auch ein paar Bäume. Das ist auch wieder winterliche Ebene. Wenn du was schon tiefer gemacht hast, natürlich gehst du wieder nach oben, dann gehst du auch wieder was in die Höhe. Wieder kleine Bäume malen.
Natürlich, je weiter die Landschaft ist, desto kürzer wird die Bäume stammen. Dann wird die Dinge kleiner. Da achte auch dabei drauf, wie das alles ineinander verschwindet. Kleine Bäume. Kann ich dann nach oben noch ein paar noch kleiner setzen? Oben noch ein paar kleiner setzen. Yuyuan, Daojin oder Youjin Daoyuan. Die chinesische Kultur ist, ob du von oben nach unten anfängst, von unten nach oben, der Energiefluss hört nicht auf. Das heißt, ich kann von Unterebene anfangen, zur Mieterebene und dann zur Oberebene. Du kannst aber auch umgekehrt, von Himmel zu Menschen zur Erde, kannst du auch für dich aussuchen. Und wenn ich jetzt, du siehst die Bäume wieder auch wie der Berge, oder immer langsam, die Farbe wird auch immer heller. Je mehr nach unten, dann je mehr Vorderseite, desto dunkler Tusche und langsam. Dann gehen wir nach, auch zu weiterer Ebene, auch kleine Bäume. Wenn du nicht mit den Bäumen sicher bist, dann setzt du zuerst immer mit senkrechter Linie, dann waagerechter Linie. Waagerechte Linien sind natürlich nicht komplett waagerecht, sondern 45 Grad, 60 Grad, 30 Grad, 15 Grad. Das heißt, so die kleinen Bäume. Je weit, desto unklar, wie der Baumstamm oder Baumäste aussieht, lässt er mehr nach oben, immer feine kleine Äste wachsen und unten langsam alles verschwindet. Yuanjing, Jingjing, die Klarheit. In der ganzen chinesischen Kultur geht es um die Klarheit. Zusammen spielen sie eine Rolle und die Klarheit auch jeder für sich, die Position, wo der steht. Mama, Papa, Kind, Opa, Oma, immer mehr weiter nach oben gehen oder von oben nach unten gehen, die Klarheit. Jetzt haben wir schon grob diese Landschaftsmalerei und jetzt verfeinern wir das. Zweite Schichten. Erste Schichten haben wir schon mit gerunder Linie gearbeitet. Wir sehen die Positionierung, wurde alles schon festgelegt. Und weitere Schichten. Acht bei dir auf, beim Färben der Steine oder Holz, die haben ganz raue Oberfläche. Shupi oder Kontur, sehr ähnlich. Beim Färben achte bei dir auf, das ist eher Trockentechnik, nicht nass, sondern trocken. Du siehst, relativ trocken, der Pinselführung. Aber das ist natürlich dafür auch nicht so trocken, dass du nicht drauf was malen kannst. Und achte bei dir auf, wenn du malst, der Pinsel ist in diesem Moment in deiner Hand gehalten, ist wie du. Und achte bei dir darauf, dass du die Fläche, dass du dem Pinsel zwar Kraft gibst, aber nicht, dass du sie so verformst, dass die Pinselwurzel kaputt geht. Das darf man nicht. Du siehst, ich habe durch meinen Druck ungefähr 60% oder 70% der Pinselkörper schon geformt, aber ich drucke nie bis zu Ende der Wurzel. Die Wurzel schonen wir. Und wieder von oben nach unten setzen, nach unten rutschen, weiter rutschen. Und wieder auch an der Seite setzen, nach unten langsam ziehen. Also auch hier durch Trockentechnik entsteht automatisch der Kontur. Setzen. Und der Kontur entsteht. Und jetzt, wenn du merkst, dass du noch mehr Tusche brauchst, kannst du noch mehr Tusche nehmen. Wieder überflüssige Tusche lässt du auch abstreifen. Weitere Schicht können wir noch ein bisschen stabilisieren. Und du siehst, der vordere Grund ist viel dunkler. Und jetzt hast du hier mit der gebrochenen Linie gesetzt. Und lässt du den Pinsel ein bisschen trocknen und andererseits setzt du es mit fast geflossener Linie. Das ist immer Yin und Yang. Du hast eine Seite mit gebrochenen und andererseits etwas mit geflossener Linie setzen. Duan, bi, duan, xian, bu, duan. Xian, duan, qi, bu, duan. Sehr, sehr wichtig.
Die Linienführung ist gebrochen, aber der Energiefluss hört nicht auf. Und wenn wir schon den Stein gemalt haben, achte mal darauf, dass du nicht drauf auf dein Bild rutscht. Leicht den Pinsel heben und jetzt wieder auch zweite Schicht von dem Bäumestamm auf der linken Seite ein bisschen stabilisieren. Linke Seite ist Yang-Seite. Du siehst jetzt der Bäume, der Körper von den Bäumen oder auch stabilisiert. Und auch ein paar kleine Äste. Mit dunkler Tusche setzt du auch ein paar Punkte auf den Bäume und auf den Steine. Ein paar kleine Punkte. Wie der Mousse oder wie der Steinkontur. Wenn regelmäßig, setzt du ein paar Punkte drauf. Wenn regelmäßig, verteilst du. Die Natur in sich hat Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit. Beides brauchen wir. Haben wir ein paar Steine gesetzt, ein paar Punkte gesetzt und jetzt können wir schon zweite Ebene bei der Reichsbaum anfangen. Wieder etwas hellere Tusche nehmen wir und wieder rutschen wir Stück für Stück nach unten, von oben nach unten rutschen. Kannst du auch von unten nach oben rutschen. Aber von Himmel zu Erde, von Erde zu Himmel, wir kennen das. Das ist immer ein Zyklus. Und dieser Zyklus kann in beide Richtungen funktionieren. Im Chinesisch sagen wir, die Regel sieht fest aus, aber die Menschen sind lebendig. Deswegen, wir haben die Regel, worauf wir achten. Und wir können auch entscheiden, welche Regel für welchen Moment wir ansetzen. Aber die Regel ist in der chinesischen Malerei ist nicht nur, was der Mensch schafft, sondern vielmehr ist die Naturregel, die Gesetzmäßigkeit in der Natur. Menschen schaffen Gesetz, die Natur schaffen Gesetzmäßigkeit. Und deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir immer, unabhängig, was du machst, mit deiner Natur verbinden. So, und jetzt haben wir auch die Schichten von den hinteren Bergen. Und zuerst dunkle Schichten, und jetzt nehmen wir ein bisschen hellere Tusche. Wieder den Pinsel hätte ich ins Wasser eintauchen und wieder von oben nach unten lässt du noch ein bisschen mit heller Tusche fühlen. Du siehst, beim zweiten mit der Tuscheschicht lasse ich ein bisschen freier mich bewegen. Und dann noch ein bisschen mehr zum Beispiel, damit der Hintergrund mehr verschwindet, können wir noch mit ein bisschen hellere Tusche arbeiten. Hintergrund verschwindet noch mehr. Und jetzt gehen wir zu, manche Stelle siehst du, wenn das sehr abgehobt endet, dann lässt du noch mit heller Tusche nochmal darüber gehen. Das Wasser kann alles mischen. Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt nach oben, dann brauchen wir noch hellere Tusche. Achte mal drauf, noch hellere, nur ganz grob von oben nach unten. Und im Chinesisch sagen wir haben zwei Hände, linke Seite und rechte Seite. Du kannst mit bei der linken Seite, wenn du nicht wischen möchtest, kannst du auch mit der linken Hand probieren zu malen. Und nur um zu gucken, wie das auf dich wirkt, von linker Seite anfangen. Von oben nach unten. Wir wollen uns ganzheitlich entwickeln, nicht nur eine Seite, sondern beide, alle Seiten. Auch von oben nach unten rutschen. Du siehst, der Spitze zeigt zum Himmel. Und ein bisschen, nur die Spitze ein bisschen dunkler machen, auch wieder die Spitze vom Himmel zeigend von oben nach unten rutschen. Auch wieder ein bisschen die Spitze zeigend. Je mehr nach unten, etwas dunkler. Ganz grob. Jetzt haben wir dunkler, mitteldunkler und etwas hellere. Auch wieder drei Ebenen. Und jetzt die Farbe kommt ins Spiel. Und achten wir darauf, wir haben schwarz und weiß in chinesischer Malerei ist das Wasser. Und da haben wir gelb, blau und rot. Nehmen wir jetzt diese drei Grundfarben, gelb, blau und rot. Blau, ja, auch Rotfarbe.
da wir Frühlingslandschaft malen, dann ist die Rot nur in weniger Anteil. Philomel ist blau und dann zweite ist gelb. Der Reifungsprozess im Sommer kommt später. Und deswegen nur ganz wenig Rot. Und jetzt, bevor wir den Farbe mit dem den Pinsel mit dem Farbe mischen,先 Chibi. Chibi ist sehr wichtig. Den Pinsel zu waschen. Das ist ein Prozess. Bevor wir zu einer Zeremonie gehen, dass wir uns zuerst duschen, Kleidung wechseln, gleiches Prinzip. Und nehmen wir zuerst Lamm, Huang, gelb und blau ins Spiel. Nehmen wir gelb und blau. Zuerst gelb, zuerst blau und dann gelb. Du siehst, jetzt kommt die Türkisfarbe. Qingse, Qinglüse. Und jetzt von der Spitze her wieder fangen wir mit naheliegender Landschaftsmalerei an. Von oben nach unten, sanfte Rutschen. Wieder mit winterbrauchender Linie. Mit winterbrauchender Linie. Im Schnitt sagen wir Mojo Die Tusche wurde von einem Pinsel geführt. Biyo Mo Und die Linienführung, die Bewegung des Pinsels wurde durch die Linienführung gezeigt. Und deswegen ist immer sichtbar und unsichtbar. Du siehst das Form, was entsteht, schließlich, wenn du in der Aufzeichnung achtest. Und achte mehr darauf, wie ich mit dem Pinsel umgehe und wie die Bewegung. Die Bewegung schafft die sichtbare Linie. Und jetzt haben wir erste Schicht und zweite Schicht nehmen wir ein bisschen mehr Gelb ins Spiel. Und wieder. Jetzt ein bisschen grün auf Vorderseite. Langsam nach unten ziehen. Von schwer, von stark bis zu Leichtigkeit, aber umgekehrt. In der Mitte nimmst du wieder ein bisschen Gelb, lässt du noch ein bisschen hellere Farbe hinzu. Wenn du merkst, dass zu viel Wasser da ist, nimmst du ein Taschentuch und sanft einmal leicht abtropfen. Und dadurch ist Vorderseite, lässt du jetzt stehen und die Bäume. Was die Erde hat, im Schnitt sagen wir, Yifang Shui Tu Yang, Yifang Ren. Jede Erde ernährt eine Landschaft, ernährt ein Volk. Und deswegen, wir kennen das, unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche Mentalität, unterschiedliche Gebräuche. Und das ist immer Zusammensetzung von Himmel und Erde. Und welche Farbe wir in der Erde gehabt haben, benutzen wir auch in die Bäume hinein. Die Bäume schließlich sind schließlich Kinder, wie wir gesagt haben. Die Menschen sind auch Kinder der Zusammensetzung von Himmel und Erde, Papa und Mama. Und was auf diese Grundstück wächst, ist auch, dann übernehmen wir auch die Farbe, was Erde hat, in die Bäume hinein. Setzen wir ein paar Punkte. Du verteilst die. Windregelmäßig. Langsam verteilst du die. Ein paar Punkte haben wir das verteilt und nehmen wir wieder ein bisschen dunkler Blau. Noch einmal wenden, etwas dunklere, mehr nach oben gehen, etwas hellere. Schwergewicht liegt unten, Leichtigkeit liegt da oben. Und zusammen eben die Yang bilden sich. Und setzt du wieder. Und dann mehr nach oben gehen, spülen wir einmal unser Pinsel mit dieser leichten Wassertropfen. Setzt du noch auf der oberen Ebene, nur mit Wasser. Zirfen, So, die Landschaft. Und den ersten Teil haben wir. Weiter nach unten gehen, nehmen wir eine andere Farbe, ein bisschen mehr Gelb ins Spiel, setzen wir wieder verteilend
überwinden, am Punkt setzen. Wichtig ist nicht ausmalen, sondern dass du immer verteilst. Winter auch wieder ein paar verteilen. Nicht ausmalen. Ausmalen ist wie bei jungen Mädchen beim Schminken. Wir kennen das bei manchen, dass sie zu sehr dick Puder benutzt haben. Dadurch können die Haut nicht mehr atmen. Und diese Atmen, Luftigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das Leben kann nur weiter sich entfalten, wenn wir Raum und Zeit dem Leben geben. Lass dann langsam ein bisschen verteilen. Und Vorderseite Landschaft sind wir schon soweit. Und diese leichte Grün kannst du noch ein bisschen in andere Bäume, noch ein bisschen die restliche Farbe nutzen, auch ein bisschen verteilen. Und dadurch hast du Vorderseite Landschaft. Und nach hinten gehen ist etwas heller. Blau und Gelb spielt wieder ins Rolle. Jetzt nehmen wir mir Gelb. Wieder von oben nach unten, langsam rutschen. Von unten nach oben, langsam rutschen. Hohe, wie auch hohe. Der Pinsel muss lebendig sein, dann ist die Linie für uns lebendig. Du siehst, wir halten Dinge nie fest. Wir verweilen uns dort, lassen wieder die Energie los. Wenn wir etwas fest anhaften, dann wir können nicht mehr atmen und diese Dinge kann auch nicht atmen. Dann symbolisiert Tod. Weißt du wieder an diesem Blau ins Spiel? Punktuell, Linienführung aus Punkt zu Linie, aus Linie zu Fläche. Das ist Schönes in der chinesischen Kultur, aber du Medizin machst, Philosophie machst, Malerei machst, das ist alles ist eins. Die Ganzheit funktioniert. Wenn ganzheitlich funktioniert, dann funktioniert alles. Lässt du da ein paar Punkte setzen und langsam von Blau zu Grün, das sich entwickelt. Und jetzt nimmst du wieder ein paar Blaupunkte. Und jetzt setzt du diese Punkte, wie beim Schwarz da vorne, setzt du jetzt Blau ein bisschen verteilt um die Landschaft herum. Ein paar Punkte, wie der Moos, der auf dem Stein wächst. Lässt du ein paar Punkte so verteilen. Nimmst du auch ein bisschen Tusche hinzu, verteilst du da auch mit der Tusche.三十的面很有讲究，这个十分三面，上中，上面、侧面，还有正面。 Drei Fläche von einem Stein. Du siehst, einmal ist seitlich, einmal ist Vorderseite und einmal ist obere Seite. Diese drei Seiten beachten wir. Nehmen wir wieder ein bisschen Blau und verteilen das noch einmal. Die Fläche setzen wir auch. Aus dem Fläche wieder. Linie, Fläche. Und dadurch haben wir jetzt die Mittelebene gemacht und jetzt rutschen wir nach obere Ebene. Je mehr nach oben gehen, wir kennen das, oben ist leicht, unten ist schwer. Nehmen wir wieder Blau und Gelb, nehmen wir jetzt ein bisschen mehr Gelb hinzu. Mehr Gelb als Blau. Und wieder Spitze nach oben zeigen, du kannst auch mit links malen oder rechts, wie das für dich passt. Wichtig ist die Spitze nach oben zeigen. Wenn du mit rechts malst, achte darauf, weil unsere Gelenke ist lebendig, unser Knochen ist stabil. Und deswegen Gelenke, wenn du mit der rechts malst, achte darauf, dass du Gelenke ein bisschen drehst. Wenn du merkst, dass es beim Drehen ein bisschen schwierig ist, dann malst du mit der linken Hand. Stabilität und Lebendigkeit zugleich. Yin und Yang,
然后灵活性，还有灵活能动性 ，und die Stabilität， 而且稳定性都有。Und oben ist noch mehr. Nehmen wir auch Wasser ins Spiel. Nehmen wir es ein bisschen blau ins Spiel. Wieder Außenseite etwas dunkler. Keine gerade gezogene Linie, sondern punktuell bewegst du dich. Nach Winter rutschend. Seitlich lassen wir mit Wasser einmal durchgehen. Und lass das langsam alles verschwinden. Und die kleinen Steine ziehen wir noch ein bisschen in Farbe. Und jetzt haben wir die drei Landschaftsebene. Und jetzt weiter oben benutzen wir nur noch Wasser, reißliche Farbe. Wasser mit reißlicher Farbe. Und an der Himmel ist etwas wärmer. Wir kennen das. Je mehr in die Tiefe, in die Erde hineingehen, kühl. Temperatur wird kühl. Je mehr nach oben gehen, Temperatur wird höher. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Rot ins Spiel. Jetzt kommt ein bisschen leichte lila Farbe. Und jetzt ganz leicht ein Übergang zwischen, du siehst, ein Übergang zwischen lila und grün entsteht. Leicht entsteht. Rutschst du leicht, Augen nach unten. Lässt du wieder frei. Und jetzt noch ein bisschen nach oben gehen, noch leichte Rotfarbe nehmen wir. Und jetzt nehmen wir Rot und Gelb. Wir kennen das, wenn wir irgendwo hingehen wollen, wir Sonnenaufgang beobachten oder Sonnenuntergang. Dann ist der Himmel besonders bunt. Alle Farben mischen sich zusammen. Und jetzt auch leicht nach oben, Pinselspitze nach oben zeigend, leicht ziehen, setzen, stoppen, Pause machen und wieder langsam ziehen. Ganz, ganz leicht. Langsam ziehen. Und jetzt kannst du einmal den Pinsel richtig spülen, ins Wasser hineintauchen. Nur mit, du merkst, es ist nur noch Wasser. Und Gelb und Rot, ganz wässrig die Farbe. Hen湿的. Nur noch 10 setzen. Immer dünner die Linie. Und wieder. Wasser mischt, besanftigt wieder alles. Ziehst du dann ein bisschen mit Wasser. Leicht. So wie das du mit der Energie, mit der Luft malst. Und dadurch haben wir alle Ebenen. Und du siehst, sie sind bunt. Aber die gehen in eine hinein, das ist keine überschneidend. Wenn das Kontrast zu stark ist, das überschneidet eine. Und jetzt haben wir die Berge und jetzt Shanshui. Die Landschaftsmalerei im Chinesischen heißt Shanshui Hua, Bergwassermalerei. Berg, der Yang-Energie, die Yang-Energie, Wasser in Energie. Und jetzt haben wir Berg in grobe Form und jetzt Wasser kommt ins Spiel. Shui. Im Chinesischen sagen wir, wenn der Berg kein Wasser gibt, dann wird der Geist nicht hineinfließen können. Und wenn Berg ohne kleine Bach, Wasserbach oder kleine Flüsse gibt, dann gibt es keine Tiefe. Und deswegen brauchen wir Wasser jetzt für die Landschaft. Und beim Wassermalerei brauchen wir ganz, ganz saubere Wasser. Wir nehmen noch eine dritte Gläser. Ein ganz, ganz sauberes Wasser. So wie du jetzt siehst, ganz, ganz sauberes Wasser. Und jetzt nur
mit der Pinselspitze, du kannst auch einen sauberen Pinsel nehmen, wenn du noch eine Pinsel hast. Wenn du keine hast, dann nimmst du die, die du jetzt hast, aber musst du ganz, ganz sauber waschen. Und mischest du ein bisschen mit Blau zuerst und dann Gelb. Dadurch haben wir diese leichte grüne Farbe. Lanlü, und jetzt Pinselspitze wieder nach oben zeigend. Kannst du auch von links nach rechts Fläche deckend, dass so wie das du Linie ziehst, ziehen, leicht heben, brechen. Ziehen, leicht heben, brechen. Du lässt nur sanfte Spur hinterlassen. Wieder ein bisschen blau. Wichtig ist, dass es relativ viel Wasser gibt. Wieder sanfte ziehen, leicht brechen. Und jetzt, du siehst, der Pinselführung, der Pinselspiel zeigt nach oben. Du lässt immer ein bisschen Fläche noch frei. Und dann nimmst du wieder ein bisschen Wasser und setzt das noch einmal. Wo die Steine auf dem Wasser liegen, nehmen wir ein bisschen mehr Farbe und lässt es ein bisschen mehr ziehen. Hintergrund. Und langsam verschwindet alles. Nimmst du wieder ein bisschen Blau. Beim Farb, bei jeder, im Chinesischen, wie wir darüber gesprochen haben, alle chinesische Kultur folgen diese taoistische Lehre oder Gesetzmäßigkeit der Natur, der Tao. Und du kannst dir vorstellen, Wasserebene, wir haben auf dem Berg auch drei Ebenen gemalt, einmal so als Linie, nach der Linie, Tuschelinieführung haben wir mit Tusche gearbeitet, nach der Tusche, da haben wir mit Farbe gearbeitet, auch drei Schichten. Beim Wasser kannst du auch drei Schichten machen. Wir haben jetzt gerade mit helleren Teilchen ein bisschen mit Wasser gedeckt und jetzt ein bisschen mehr Blau ins Spiel. Erste Schicht haben wir ins Grün ins Spiel bezogen und jetzt ein bisschen mehr Blau. Mehr Blau. Lässt du das langsam verschwinden und das Wasser rutscht noch auf der anderen Seite. Lässt es auch auf der anderen Seite sich verteilen. Und wir haben jetzt mit der Fläche ein bisschen gearbeitet. Mehr beim Wasser mit der Fläche gearbeitet. Gleich arbeiten wir mit Linie. Mit dem Wasser. Und auch hier, auch jetzt ein bisschen Blau. Lässt du in der Mitte leer. Du lässt das offen. Und an der Seite kannst du auch mit dem Wasser noch ein bisschen alles besanftigen. Auch diese hier lassen wir auch ein bisschen die Fläche im Wasser, nur noch mit Wasser auf dem Farbe noch einmal darüber gehen. Ganz, ganz sanft. Du kannst dir vorstellen, diese Sanftigkeit ist wie der Wind über dem Wasser zieht, wie der Wind dem Wasser weht. Und jetzt, wir sehen, in der Mitte haben wir das offen gelassen und du kannst dir vorstellen, Erde, das ist Winterebene und dann Mittelebene. Und dann Oberebene. In der Mitte, in der Leere, diese Leerheit verbindet alles. Yo, Dao, Wu, Yo, Wu, Dao, Yo. Zuerst von nichts entsteht etwas. Und jetzt können wir in dieser Leerheit eine Verbindung herstellen. Yo, Wu, Dao, Yo. Und jetzt nehmen wir, kannst du diese Pinsel nehmen oder nimmst du eine kleine Pinsel, wenn du nicht so sicher bist. Nimmst du einen etwas kleiner Pinsel, zuerst wieder zuerst ins Wasser hineintauchen und dann in die Tusche. Ein bisschen. Etwas
dunklere Grau oder hellere Tuschefarbe. Du siehst die Linienführung relativ dünn und etwas dunkler. Und jetzt schaffen wir eine Verbindung zwischen links und rechts. Du kannst dir vorstellen, bi wei qi, mo wei xing. Der Pinsel ist die Energie. Und aus der Energie schaffen wir das Form. Und was wir, das geht nicht darum, dass du den Pinsel kontrollierst, es geht darum, dass du deine Energie beherrschst. Diese Herrschung, eigene Energie, eigene Kraft. Und sanft landen wir mit unserer Hand auf den Seite und du nicht sicher bist, was du auch machen kannst, kannst du auch eine saubere ein saubere Handtücher nehmen und nur sanft, wenn du merkst, dass es noch nicht getrocknet ist, nur sanft, nicht fest drauf hängen, nur sanft hangen in der Luft. Und jetzt schaffst du eine Brücke zwischen oben und unten, links und rechts. Zwischen den beiden Bergen schaffen wir eine Brücke. Du siehst die Linienführung. Sanfte bewegen. Ein kleiner Brücke schaffen. Und eine Seite von der Brücke und andere Seite. Etwas noch schmale Linie. Etwas weitere ist etwas noch dünnere Linie. Jetzt haben wir eine Brücke geschaffen und jetzt zwischen Brücke auch die Säule. Eine Holzbrücke. Die kleine Säule. Eine einfach Brücke aus dem Holz in der Landschaft. Und auch an der Seite überliegende Säule. Aus dem Holzstamm andeutend. Jetzt haben wir eine Brücke gebaut. Unter der Brücke nehmen wir dann den Holzfarbe, das heißt der kleine Pinsel, ins Wasser hineintauchen, nehmen wir gelbe Farbe und ein bisschen rot. Und dadurch entsteht eine wassrige Brau. Du siehst eine. Ein bisschen Blau nehmen wir auch hinzu. Und nur oberflächlich setzt du einmal die Farbe, diese weiße Farbe, über den Brücke. Nur ganz, ganz leicht, auch den Säule. Ganz, ganz leicht. Qing. Leichtigkeit. Schwer, die Schritt schwer zu machen, können wir jede. Es geht um die Leichtigkeit. Den Schritt leicht zu gehen. Leichter zu gehen. Leicht zu handeln. Leichter zu leben. Und jetzt Pinselspitze nach unten mit ein bisschen dunklerer Blau. Mischen beim Mischen, acht mal drauf. Die Spitze ist ein bisschen dunkle Farbe. Und jetzt Spitze nach unten noch einmal durchgehend entlang die Brücke. Und jetzt haben wir auch eine Brücke. Und jetzt leicht nehmen wir jetzt diese dünne Pinsel. Nur ganz, ganz wenig, ganz, ganz wassrige. Lassen wir die Landschaft noch ein bisschen verlangen sich. Verschwindet. Wenn wir nach Winden gehen, dann verschwindet alles. Ein bisschen wie die Schatten von dem Brücke lässt es ein bisschen nur mit weißiger Farbe lässt es miteinander verbinden am Ende. Und die Steine lassen wir auch ein bisschen mit Braufarbe färben.
insgesamt in der Frühlingslandschaft Malawi, wie wir gesprochen haben, die Frühlingsfarbe ist Qing-Blau von 5 Elementfarbe. Deswegen ist mir Blaufarbe ins Anspruch als Rot, weil der Reifungsprozess findet erst im Sommer statt, also während der Frühling schon da ist. Lässt du leicht die Steine und auch die andere, kannst du noch einmal da übergehen. Die Farbe merkt schon relativ getrocknet. Und auch Hintergründe, Bild kannst du auch ein bisschen mehr. Jetzt benutzen wir mehr Blau und Gelb. Ein bisschen Rot. Und setzt du wieder ein paar Punkte auf den Steinen. Murdien. Du merkst, ein bisschen Gelb brauchen wir noch. Im Chinesisch sagen wir Jung Mu de Wai Sheng. Xi Mo Ru Jin. Dass du ganz sparsam in den Sinn mit dem Tusche und Farbe umgehen. Nicht, weil wir nicht genug haben, sondern vielmehr ist die Natur ist die Zint. Nie zu viel und zu wenig, sondern immer in Balance. Deswegen achte auch dabei darauf, ihr mir im Hintergrund, dass wir noch weniger Farbe anwenden. Was wir malen, ist nicht nur die Landschaft, wie das sein soll, in unserer menschlichen Sicht, sondern es ist eine Mischung zwischen Natur und unserer menschlichen Sicht, was wir wiedergeben. Und wir kennen das, unabhängig, wie das ist. Die Natur hat immer eigene Balance. Und die Balance, entsteht die Balance, die Voraussetzung ist die Verbindung. Ganzheitlich miteinander zu sein, nicht gegeneinander zu sein. Und ein paar Punkte setzen wir hier. Und jetzt die Bäume, das dürfen wir nicht vergessen. Nehmen wir wieder ein bisschen Blau und Grün, ganz, ganz leicht. Qinglüse. Und langsam in den Himmel verteilen. Yu bi yu mu. Du siehst, eine Dinge entsteht in Form. Diese Form ist aus der Energie. Wenn du gut mit deiner Energie umgehen kannst, und alles entsteht aus der Energie und dann wurde durch lose Energie wurde mir geformte Energie entsteht. Das ist dann, dieser Formungsprozess ist schließlich Entstehung des Lebens. Wie der Embryo von formlos bis zu Form, bis zum Gestart, dieser Entwicklungsprozess. Leichte diese Grün verteilen wir auch auf der anderen Seite. Punktuell. Auch bei den anderen Bäumen verteilen wir. Und genau diese Grün verteilen wir auch auf der naheliegend. Nur ganz leicht. Je mehr nach oben gehen, desto leichter. Wasser immer ins Spiel bringen, das Wasser, ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist die Magie. Im Chinesisch sagen wir, was Schwerste zu beherrschen, ist Wasser und Feuer. Das kennen wir nicht nur aus eigener Erfahrung, aus der Natur, sondern überall haben wir diese Erfahrung gemacht. Wärme und Kälte. Und so haben wir unsere Landschaftmalerei fertig gemalt. Und schließlich, was wir geformt haben, ich wechsle jetzt einmal die Kamera. So. So. So wie du das siehst, schließlich, was du formst, formt dich auch. Was du machst, mag dich auch. Und da kannst du dir es vorstellen, ob du Naturlandschaftmalerei machst oder ob du Gegenstände machst, ob du Tiermalerei machst und ob du zum Beispiel
geistige Figur machst, Buddha und Dämon. Und wichtig ist, dass du zuerst, bevor du machst, eine Verbindung mit ihnen herstellst. Und was du machst, lebt auch in dir. Wir kennen auch, wenn es unabhängig, was du machst, du spürst immer die Energie. Und diese Energie können wir nur aufnehmen, wenn wir geistige Stärke haben, wenn wir wachsamen Geist haben. Und wenn der Geist schwach ist, dann wurdest du beherrscht. Aber wenn dein Geist stark ist, wurde alles geherrscht. Und dann deswegen, was wir machen, ist durch unsere Tun, unseren Geist zu kultivieren, durch unser Handeln, unser Geist zu stabilisieren. Und der Geist ist umfangreich. Und durch unser Malen, durch unsere Qigong Tai Chi Praxis oder durch unsere Lesen oder Essen, dass du immer mehr bewusst mit deiner Umgebung bist und immer mehr diese sichtbare Teil, aber auch durch deine unsichtbare, den geistige Teil in dir spüren. Und ich hoffe, dass ihr das Bild genossen habt. Ich bin sicher, dass ihr das genossen habt. Die Entschädigungsprozess, deine Energie von unsichtbar zu sichtbar machen. Und ich freue mich, dass ihr dann weiter in eurer Landschaft verweilen könntet. Und jedes Mal, wenn wir vielleicht von außen der Welt gerade enttäuscht bist oder wenn du merkst, gerade auch müde bist, dann verweilst du dir in deiner Landschaft und in der Natur liegt immer die ursprüngliche Energie. Und vielen Dank für alles. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zusammen gemacht haben und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Stunde. Wiedersehen.